Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. So, heute wechseln wir mal den Thermostaten. Der Thermostat ist bei diesem Auto am Ende der Welt. Seht ihr da hinten diesen Flansch? Jetzt guck ich hier schon da hinten hin. Ja. Moment. Da, wo die Spitze der Lampe jetzt ist, hier. Da, wo die Schraube zu sehen ist. Kriegst du kaum fokussiert. Ja, da. Da ist der Thermostat. Ne? Super. Am Ende der Welt. So, was ich auch noch festgestellt habe, die Dichtung vom Kühlmittelflansch, der Verteiler hier, ist komplett mürbe. Wie man hier sieht, die ist schon angenagt. Da kam Wasser raus. Ich habe den warm laufen lassen, also gezwungen, dass er warm wird, musste man, weil der Thermostat irgendeine Macke hat. Da kam Wasser raus. Ja, sagenhaft, was hier so alles kaputt ist. Jo, mal gucken, ob wir das irgendwie gefilmt kriegen. Das wird lustig. Okay, ich bereite das mal vor und dann geht das los. So, jetzt wollen wir hoffen, dass das funktioniert. So, Torx-Verschraubung und M10. Ach Quatsch, M10. 14. 10er Schlüsselweite. Haben wir da. Da kommen wir natürlich überhaupt nicht hin. Also benutzen wir jetzt eine Verlängerung und ein Beleg. So, mal gucken. Ah, ich gucke mal da. Ja, es ist los. Jetzt ist es immer wieder ganz schön, wenn man einen Magnetstab hat. Ne? Ja, ist nicht nur für Schrauben, die man irgendwo vergeigt hat. Das ist schon ganz praktisch. Auch so beim Arbeiten. Mal gucken, ob wir die auf die Unterseite genauso gut kommen. Wahrscheinlich nicht. Weil der Wagen Klimaanlage hat. Und ein paar Leitungen zusätzlich rumhängen. So. Wollen wir mal gucken. Passt schon mal nicht. Na, komm da jetzt durch. Mensch. So schlimm ist es nicht. Jetzt habe ich die Nuss verloren. Verdammt. Los, komm mal raus. Ja. Wie gesagt, an manchen Stellen sind Magnetstäbe Gold wert. Wenn nicht sogar ein Stückchen drüber.
So, ich denke, jetzt habt ihr alle gesehen, dass es eine bescheuerte Ecke ist. Die Flüche vorher habe ich komplett rausgeschnitten. Wir wollen ja, dass das Video nicht gesperrt wird, nicht wahr? Ja. Nee, VW versteht es wirklich wie kein zweiter Hersteller. Totalen Humbug zusammenzubauen und dann Bauteile an Stellen zu verstecken. Wo du dir echt denkst, so von wegen, was hat der Ingenieur da geraucht? Es ist, was soll das? Soll das Auto nicht repariert werden? Das kommt davon, wenn Abteilungen unabhängig voneinander arbeiten. Der eine konstruiert den Motor, der nächste dies, der nächste das. Ja. Das ist ein großes Problem, nicht wahr? So, mal gucken, dass wir das blödsinnige Ding hier rauskriegen. So, das ist der Gehäusedeckel. Den haben wir jetzt gerade da rausgewürgt. Jetzt gucken wir, ob hier noch eine Dichtung drauf ist. Nein, aber wir machen den gleich mal richtig sauber. Der gammelt nämlich schon schön. Hier haben wir auch schön Kalk. Machen wir mal eben sauber. Jetzt vergessen wir das wieder. Ja, wenn Kühlmittel nicht regelmäßig gewechselt wird, wie gesagt, korrosiv. Ne? So, dann kommen Sie mal mit, junge Dame. Junger Herr. So, da unten sitzt das Thermostat. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Warum? Warum da? Ja. Ja, aber wie gesagt, wenn er nicht warm wird, ist der Schaden, den er verursacht, wesentlich größer als den Schaden, den ich abkriege, wenn ich den Blödsinn ausbaue. Ne? Also von daher, ja, da passiert nichts. Nochmal rauspopeln. Du kommst auch mit der Hand nicht dahin. Ne? Jetzt fokussiert er auch nicht. Auch schön. Ja, ihr habt es gesehen, da ist der Thermostat. Ne? Ich versuche den jetzt mal da rauszupopeln. Wir sehen uns gleich. So, da haben wir den Thermostaten. Schauen wir mal, was wir da haben. Schön versifft ist er auf jeden Fall. Schön verrostet. Oh Mann. Kriegen wir nicht scharf, oder? Doch. Ja, schön verrostet. Versifft. Deshalb schaltet der aber schon auch nicht mehr. Werden wir aber gleich mal feststellen, ob er das tut. Wie viel Grad ist denn der? Schön verkalkt. Sie macht sich Grad. Der ist auf jeden Fall ein Original. Hier sieht man es. Ist wohl der erste. So, da muss ein neuer rein. Wie man hier sieht, 87 Grad. Ja. Ja. Dichtung. Ja. USW. Ja.
Was die Dichtung angeht, auch schon schön mürbe, ne? Naja, so mürbe nicht, aber sie ist platt gedrückt, ne? So, wir haben hier, ne, man sieht schon richtig Struktur drin. Eigentlich ist das nur ein sehr dicker O-Ring. Man sieht den Größenunterschied recht gut. Naja. Okay, die Dichtung. Wird da reingelegt, ne? Jetzt sieht man sie in dem Loch. Da sieht man das Kühlwasser. Das wird da reingelegt und dann wird der Thermostat einfach davor gesetzt, festgeschraubt. Das war's. Eigentlich ist die Arbeit, den Thermostat zu wechseln, Kindergarten. Wenn man denn da dran kommt. Ja, wenn man dran kommt, das ist die große Sache. Wie gesagt, da an der Stelle zu filmen, ist total ungeil. So, jetzt ist der Thermostat da drin, jetzt kommt der Deckel wieder davor und dann hat sich das erledigt mit der Aktion da. Aber ihr seht, VW hat es manchmal so drauf, ne, komplett hirnlos zu konstruieren. Überhaupt nicht in irgendeiner Weise, naja, man muss da im Hinterkopf haben, okay, die Autos müssen irgendwann mal auch repariert werden. Ne? Nein. Das ist genau das gleiche wie mit dem Getriebeölwechsel, der hier nicht vorgesehen ist. Die Fahrzeuge sollen nicht so lange halten. Leider haben sie mit dem Golf 4 aber Ewigkeitsautos gebaut, die nicht kaputt gehen, wenn man sich um die kümmert. Das ist das große Problem. Ja. Und dann stehst du da als Besitzer oder als Schrauber und verzweifelst an Konstruktionen, die manchmal überhaupt keinen Sinn ergeben. Sogar keinen. Ne? So, mal gucken. Kühlmittelflansch. Den gucken wir uns nochmal an. Ja, ich weiß, ist nicht der große Flansch, der ist auf der anderen Seite, aber. So, sieht gut aus. Okay. Dann mal wieder rein damit. Eins weiß ich auf jeden Fall, das nächste Mal, wenn ich so einen Blödsinn hier mache, baue ich die Lichtmaschine aus. So ein Unfug. Also wenn irgendjemand mal nochmal kommen möchte mit so einem Auto und er hat den kaputten Thermostaten, ne? Ich bin nicht da. Ja, immer gut, wenn man genügend Handlampen irgendwann mal gekauft hat. Ja, ich bin ein echtes Werkzeugopfer, das ist. Wenn es irgendwo günstiges Werkzeug gibt oder sowas in der Richtung, beim Discounter oder so. Ich bin immer der Erste, der hier schreit. Ich habe schon allen gesagt, so von wegen, wenn ich mir jetzt nochmal Schraubendreher kaufe oder sowas in der Richtung, dann bitte schreit mich an. Tu's nicht. Das ist. Ja, manche Schraubendreher sind aber auch wirklich sehr günstig. Also. Und gar nicht mal so schlecht. Also, mir ist in seltensten Fällen hier ein Schraubendreher kaputt gegangen, muss ich sagen. Und zwar die alte Dichtung. Ehrlich gesagt, noch gar keiner.
Von daher. Also der hinterletzte China-Müll muss es jetzt auch nicht sein, ne? Aber wir sind hier nicht in der Schwerindustrie, dass wir für jeden Blödsinn die bekannten Hochpreismarken brauchen. Wir sind immer noch bei Fahrzeugen. Und da reicht eigentlich die gute, ne, untere Mittelklasse. Ach ja, in den Kommentaren stand neulich mal, ich soll mal irgendwas Lustiges machen. Ich bin der unlustigste Mensch auf diesem Planeten. Es mag maximal zur Situationskomik kommen. Ernsthaft. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Spektrumstörung. Autismus-Spektrumstörung, Grad 1. Ja. Weiß, mittlerweile hat jeder so seine Krankheit, aber das hat man bei mir mal irgendwann rausgefunden. Deshalb schraube ich auch lieber an Autos, als mich mit Menschen zu beschäftigen. Ja, die Fahrzeuge sind immer herzlich willkommen. Ja. Kunden müssen jetzt nicht sein. Ich speichere in meinem Handy auch Leute nach Autos. Die kann ich mir besser merken. Hat sich mal einer beschwert. So, Dirk Mondeo, das stimmt gar nicht mehr. Ich sag so, ich habe damals den Mondeo von dir abgeholt. So habe ich mir das gemerkt. Fertig. Das wird dann Dirk Mondeo. Hätte ich da jetzt nur Dirk reingeschrieben. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Damals mal seinen Mondeo entsorgt. Oder abgeholt. Und das ist kann man auch Geburtstage nicht merken. Ach so, die PS, die Elbtal-Elfe hat am 18.10. Geburtstag. Ich habe dran gedacht. Geschenk hat sie schon, also von mir. Nur falls ihr da drüben den Kanal auch abonniert habt, so wie meinen, dann wie gesagt, 18.10. Wird sich bestimmt freuen. Eigentlich ignoriert sie auch ihren Geburtstag weg, aber naja. Freut sich trotzdem, denke ich. Ja. Das ist. Ja, ich bin sehr unlustig. Ernsthaft. Ich bin meistens sehr sachlich. Das ist. Ich glaube auch, dass es mittlerweile genug Klamauk-Kanäle gibt auf YouTube, was mit Autos abläuft. Guck mir das dann an, schüttel mit dem Kopf und guck mir das nicht mehr an. Ja. Also wenn es wirklich mal irgendwann zu Komik kommen sollte oder sowas in der Richtung, war das nicht beabsichtigt. Ja, ist. Ich bin unlustig. Wirklich, ich bin total unlustig. Also von daher ist der Wunsch, ich sollte mal irgendwie was Witziges machen. Ja, okay, aber. Wie gesagt, ich bin nicht witzig. Das ist eine Form des Autismus, fälschlicherweise früher als Asperger-Autismus bezeichnet. Und da Asperger eine NS-Größe war, ein Arzt, um genau zu sein, der Menschenversuche gemacht hat in diversen Konzentrationslagern, ist man sich eigentlich insgesamt einig geworden, dass man diesen Namen nicht mehr benutzt. Aber zur besseren Einordnung. Ich bin also Greta Thunberg, das Gegenteil. Das ist
Ist aber auch gar nicht so anstrengend, wie man denkt, ne? Das man muss halt lernen, mit Situationen umzugehen, und das kriegt man auch irgendwann hin. Schwierig wird es, wenn es spät diagnostiziert wird. Ich glaube, JP hat gerade das Problem. Grüße nach Dortmund. Er hat gerade das Problem, dass es ziemlich spät diagnostiziert wurde. Vor kurzem hat das wohl ein Therapeut rausgefunden bei ihm. Ja, das ist... dann ist es schwierig. Ganz ernsthaft. Meine Eltern hatten das Problem, dass sie ein ziemlich seltsames Kind hatten. Das irgendwie keinen großartigen Humor hatte und zu Hause gesessen hat. Gelesen hat. Ich glaube, ich hatte einen Freund, eine Freundin. Also beste Freunde, ne? Das war's. Mit mehr konnte ich nicht umgehen. Wenn andere kamen oder sowas in der Richtung, habe ich immer meinen Eltern gesagt, die sollen sagen, ich schlafe. Die waren mir zu anstrengend. Das ist schwierig, ja. Du kannst damit nicht umgehen, das ist zu viel. Zu viel Input. Vor allen Dingen, wenn die Menschen unendlich reden. So Smalltalk oder sowas in der Richtung. Wenn ich mich unterhalte mit jemandem, möchte ich wertvolle Informationen haben. Ich bin wirklich inputsüchtig, ne? Also ich gucke wirklich YouTube leer. Ne? Lehrvideos und Diskussionen und politische Diskussionen auch gerne. Wobei ich völlig unpolitisch bin. Aber Input muss immer mehr in den Kopf rein. Da komme ich gut mit klar. Ich habe auch ständig Zeitungen, ne, die ich lesen muss. Ich glaube, ich habe im Moment so 4 oder 5 verschiedene Zeitungen, die fresse ich auf und dann liegen die da. Ja. Schwierig, ja. Für andere Menschen vor allen Dingen, damit umzugehen. Dass man nicht ganz normgerecht funktioniert. Allerdings ist das abstrakte Denken, in meinem Fall, du kannst nicht alle über einen Kamm scheren. Es sind nicht alle hyperbegabt, es sind nicht alle, sitzen nicht alle stumm in der Ecke und ne, das kann man nicht verallgemeinern. Das ist eine Störung. Ne? Wie diese Störung funktioniert, kann man nicht verallgemeinern. Der eine so, der andere so. Ne? Die Ausprägung ist unterschiedlich. Ja. Deswegen zeige ich mich auch nicht vor der Kamera. Erstmal ist das ziemlich irrelevant. Weil es geht ja um eine Autoreparatur und nicht um mein Gesicht. Da repariere ich eigentlich nichts. Außer unkontrollierten Bartwuchs. Ja. Es geht also um Kraftfahrzeuge. Und nicht um meinen Bart. Und auch nicht um mein Gesicht. Wer mein Gesicht sehen will, kann ich bei Instagram besuchen. Da sieht man selbst Porträts von mir. Aber auch eher selten. Wie gesagt, ist für die Umgebung schwierig. Ihr werdet das wahrscheinlich nicht merken. Großartig. Also, ich habe jetzt keine Einschränkungen oder sowas in der Richtung, in dem ich mich nicht unterhalten kann oder so. Das ist nicht so. Hm.
Ich bin halt sehr fokussiert in dem, was ich mache. Tja. Demzufolge bin ich also auch nicht lustig. Ich kriege das immer so ganz schlecht in den Kopf, so von wegen den Sinn und Zweck dahinter. Ich repariere ein Auto. Ich versuche mitzuteilen, was man in der Garage alles so selbst machen kann. Ne? Deswegen steht ja auch keine Hebebühne. Wenn ich eine Hebebühne brauche, ich habe eine. Das ist nicht das Problem. Aber, also ich kann eine benutzen. Ne? Sofort. Kein Ding. Grube, Hebebühne, was ihr wollt. 4 Säulen, 2 Säulen, alles da. Kann ich sofort benutzen. Aber es geht ja darum, was kann man alles so an seinem Fahrzeug in der Garage machen. Und wir sind gerade quasi in meiner Garage und ich repariere Fahrzeuge. Ne? In dem Fall einen Thermostat. Und jetzt hoffe ich ganz, ganz feste, dass der dicht ist. Ich habe da unten nämlich überhaupt keine Lust, noch weiter festzuziehen. Ach ja, das Ölstandsrohr war so mürbe, dass es sofort zerbrochen ist. Muss ich neu bestellen. Wie auch immer, dass man das austauscht. So. Ja, ist so. Kannst du nicht mal anfassen. Also drunter packen, dann an dieser Leitung vorbei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja. Ich mach das heute nicht mehr. Das komische Ölstandsrohr muss ich ja. Das ist also da, wo der Peilstab drin sitzt, ne? Warum macht man das aus Plastik? Ich kapiere es nicht. Ne? So eine Metalltülle, die hält ewig. Und die müssen das unbedingt aus Plastik da reinscheppern. Ja. Dumm gelaufen. Egal. Ich hoffe nur, dass kein Plastik drin steckt. Aber der Ölwechsel ist ja auch nicht mehr weit hin, also von daher. Das war ein Witz, es ist kein Plastik reingefallen. Wisst ihr, das war jetzt komisch. Ja. Gut. Jetzt habt ihr das gesehen. 2 Schrauben raus, neue Dichtung rein, Thermostat rein, Deckel wieder drauf. Total gut zugänglich, wie ihr alle gesehen habt. Auch das war jetzt witzig. Ja, total gut zugänglich und lässt sich total einfach wechseln. Also mit der vierfach gebrochenen Hand 7 Gelenken und ja, habt ihr ja gesehen. Nicht witzig. Gut. Ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern. Ne? Und immer schön dran denken. Immer schön aufs Auto aufpassen. Das kann wirklich lange halten. Diese Motoren, diese 2-Liter Motoren, wenn die vernünftig gewartet sind, 300.000, 400.000 Kilometer, machen die keinen Ärger. Okay, bis zum nächsten Video.